Da die Entwässerung des nördlichen Gotteskoges einerseits nicht zu ertragreichen landwirtschaftlichen Nutzflächen führte und andererseits immer wieder massive Umweltschäden nach sich zog, entschloss man sich 1982 zur Renaturierungsmaßnahmen. Der vor dem Ritchie-Hügel liegende heutige Gotteskogsee ist ein von der künstlichen Entwässerung abgekoppeltes, von einem Damm und einem Ringkanal umgebenes Feuchtgebiet. Das heutige Süßwasserbiotop ist Bestandteil des Natura 2000-Netzes, ein Verbund besonderer europäischer Schutzgebiete, zu denen Vogelschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Gebiete gehören. Große Röhrichtflächen bestimmen das Bild, die zum Teil im Winter gemäht werden, um Baumaterialien für Reetdächer zu gewinnen. Schilfflächen, die im Wasser stehen, werden nicht bewirtschaftet. Sie sind die wichtigen Lebensräume für Insekten und Röhrichtvögel wie die Rohrweihe, Rohrdommel, Blaukehlchen und Bartmeise, die in Europa zu den besonders gefährdeten Arten gehören und daher unter einem besonderen Schutz stehen. Das Röhricht bietet für einige dieser Arten in erster Linie sichere Brutplätze. Für andere Arten sowohl sichere Brut- als auch sichere Nahrungsplätze. Andere Vögel, wie zum Beispiel die Stare, nutzen auf ihren Zügen im Frühjahr und Herbst zu Hunderttausenden das Schilf als Schlafplatz. Die Ankunft und der Abflug der Schwärme wird auch schwarze Sonne genannt und stellt einen touristischen Höhepunkt in der Region dar. Die aufgeforsteten Flächen der früheren Halligen, die sich zu einem naturnahen Mischwald entwickelt haben, bieten Habicht, Kolkrabe, Seeadler und anderen Waldvögeln sichere Brutplätze. Der Seeadler brütet hier seit 2004 regelmäßig mit Erfolg, da ihm die vielen Graugänse und andere Wasservögel eine sehr gute Nahrungsgrundlage bieten. Das Naturschutzgebiet Gotteskogsee ist durch einen Korridor mit dem weiter östlich gelegenen Natura 2000 Schutzgebiet Kahlebühler See verbunden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören wieder voneinander.